Hey Leute, hier ist wieder der Tutorial-Mensch und heute lernen wir GUI-Inputs. Also um genau zu sein, lernen wir heute Textboxen in Roblox Studio und wir legen direkt los. Beim letzten Mal ging es um GUI-Buttons, wie diesen Button hier. Davor ging es um GUI-Labels, davor ging es um Frames und blablabla. Das solltet ihr inzwischen alles kennen. Wenn nicht, dann hasse ich euch und ihr müsst euch das nochmal anschauen. Jetzt geht es um GUI-Inputs und da gibt es im Grunde nur eine Instanz, die wir heute besprechen, und zwar die Textbox. Wir gehen mal auf unser Screen-GUI, hier haben wir unseren Frame und ich füge unter dem Frame mal was Neues hinzu. Das Image-Dings packen wir mal nach unten und dann fügen wir mal einen weiteren Frame hinzu, indem ich den hier einfach kopiere, den Frame nach unten ziehe und da den ganzen anderen Kram raus entferne. Und jetzt wollen wir hier raus einen Input machen. Ein Text-Input könnt ihr euch vorstellen wie ein Text-Label, nur dass man auf das Text-Label raufklicken kann und den Text bearbeiten kann als Spieler. Na gut, das Image übernehmen wir doch, aber wir haben ja unser Text-Label und dieses Text-Label wollen wir jetzt ändern zu einem Input. Das heißt, ich benutze ein Plugin, das ich installiert habe, um das Ding automatisch zu einer Textbox umzuwandeln. So, ich klicke auf Textbox Convert und dann ist es eine Textbox mit den gleichen Properties. Ihr könnt einfach auf das Plus gehen und gebt dann hier einfach Textbox ein und wählt die Textbox aus, fügt sie hinzu und könnt sie dann stylen. Also, was ist eine Textbox? Ihr könnt euch eine Textbox, wie eben schon einmal erwähnt, vorstellen wie ein Textlabel. Nur, dass dieser Text hier drin, wenn ich hier rüber hover, sieht man gar nichts. Wow. Ich müsste es vielleicht auf Active stellen. So. Nur wenn ich hier rüber hover, kommt so ein Cursor und ich kann da reinklicken und den Text selber bearbeiten. Cool, oder? Und das kann nicht nur ich in Roblox Studio, das können dann auch die Spieler, die das Spiel spielen. Gehen wir mal auf die Properties von Textboxen ein. Ich benenne es erstmal um in Textbox, sonst ist es ein bisschen verwirrend. So. Natürlich, wie immer, die gleichen Properties, wie man sie schon von Textlabels kennt. Active habt ihr schon gemerkt, wenn es nicht auf Active ist, konnte ich da nicht reinschreiben. Aber jetzt kommen die Eigenschaften, die Textbox spezifisch sind, wie zum Beispiel Clear Text und Focus. Das ist standardmäßig auf An und das bedeutet, wenn ich hier rüber hover und wieder reinklicke, ist der Text weg, wenn ich reinschreiben will. Und ich muss den Text wieder neu reinschreiben. Und wenn ich wieder reinklicke, ist der Text weg und ich muss wieder neu reinschreiben. Wenn ihr das nicht wollt und wollt, dass der Text drin bleibt, dann schaltet ihr Clear Text und Focus aus und blub. Schon kann ich hier reinklicken und den Text weiter bearbeiten, rausklicken, reinklicken, weiter bearbeiten, ohne dass der Text verschwindet. Um ihn verschwinden zu lassen, muss ich ihn selber löschen. Dann gibt es die Cursor Position. Wenn kein Cursor drin ist, steht die auf minus 1. Wenn ihr den Cursor irgendwo drin habt, könnt ihr sie zum Beispiel auf 5 stellen. Und dann ist der Cursor hier an 5. Stelle. Habt ihr gerade eben gesehen, jetzt ist der Fokus wieder aus gewesen. Jetzt ist es wieder auf minus 1. Ich drücke nochmal auf 5, drücke Enter. Und ihr seht, jetzt ist hier dieser Cursor, der blinkt so ein bisschen. Das ist einfach das Ding, mit dem man bearbeiten kann. Ist vielleicht im Code relevant, wenn ihr den Cursor selber woanders hinschieben wollt oder herausfinden wollt, wo der Spieler seinen Cursor hat. Weil wenn man in so einer Textbox den Text bearbeitet, hat man seinen Cursor und man hat einen Selection Point. Und wenn man mehrere Sachen auswählen will, dann ist der Cursor hier und Selection Start ist hier. Und dadurch wird die Selection festgelegt und ihr seht halt, welchen Text ich ausgewählt habe. Da werden wir heute aber nicht so ausführlich drauf eingehen, einfach nur damit ihr wisst, es gibt eine Cursor-Position, wo halt der Cursor ist, mit dem man schreibt. Und es gibt Selection Start, das ist hier bei minus 1 auch standardmäßig, wenn nichts ausgewählt ist. Und wenn wir Selection Start auf 1 packen und die Cursor Position auf 5 packen, dann seht ihr, sind von 1 bis 5 alle Sachen ausgewählt. Dann gibt es noch die Property Multiline. Wenn die auf An ist, dann sind mehrere Zeilen aktiviert. Das heißt, Spieler können hier in den Text mit Enter mehrere Zeilen reinschreiben, wie ihr seht. Diese Zeilen werden, wenn ihr den Text am Ende auslest, natürlich umgewandelt in ein Backslash N, weil Backslash N, wisst ihr ja aus Strings, sorgt für einen Zeilenumbruch. Selection Start habe ich euch eben schon erklärt. Und dann gibt es noch Show Native Input. Und die Property lasst ihr am besten auf An. Die ist dafür da, dass jeder seine eigene Tastatur, sage ich mal, verwenden kann. Sein eigenes Input-Device. Wenn man das ausschaltet, können zum Beispiel Leute am Handy nicht ihre eigene Handy-Tastatur benutzen, sondern kriegen eine Roblox-Tastatur, glaube ich zumindest. Ich weiß gar nicht, ob Roblox noch sowas hat wie eine Roblox-Tastatur. Lass es auf jeden Fall auf An. Ich bin mir gar nicht sicher, wie es dann sich am Ende verhält. Wir verlassen uns einfach darauf, dass Roblox automatisch schon die richtigen Input-Types wählt. Und wir lassen Show Native Input immer an. Text-Editable könnt ihr natürlich auch ausschalten, dann können Spieler den Text nicht mehr bearbeiten. Wenn ich hier reinklicke und tippe, passiert nichts. Ich kann den Text nicht bearbeiten. Und wenn ich Text Editable wieder anmache, dann kann ich hier wieder reinklicken und den Text wieder bearbeiten. Stellt sich natürlich die Frage, wofür gibt es denn die Möglichkeit, Text Editable auszuschalten? Einerseits, vielleicht wollt ihr per Code dann irgendwann, nachdem was festgelegt wurde, festlegen, dass der Text auch so bleibt. Andererseits, wenn ich Text Editable jetzt ausmache, kann ich immer noch hier reingehen und die Sachen auswählen. Ich kann sie nicht bearbeiten, aber ich kann immer noch alles auswählen und theoretisch rauskopieren. Und das ist eine Sache, die ich schon ewig bei meinem Leaderboard ergänzen wollte, dass ich die Textlabels zu Textboxen mache, damit
Spieler den Namen rauskopieren können aus dem Leaderboard. Habe ich aber noch nicht gemacht. Aber so kann man das zum Beispiel machen, weil Textboxen supporten Steuerung C und Steuerung V. Oder halt Copy-Paste auf jeder Plattform, so wie es einfach sein soll. Die letzte Sache, die Textboxen noch bieten, sind Placeholder-Text. Dafür gehen wir runter zu Text und sehen dann hier Placeholder Color 3. Das ist die Farbe von dem Placeholder. Und hier unten ist der Placeholder-Text. Und den können wir bearbeiten zum Beispiel zu Name. Upp. Hier könnt ihr einen beliebigen Text reinschreiben und dieser Text ist immer dann zu sehen, wenn in der Textbox kein Text drin ist. Wenn ich den Text rausnehme, seht ihr dort, in grau steht dort Name. Wenn ich was reinschreibe, ist der Placeholder weg. Also nochmal, blub, da steht standardmäßig Name, ich kann raufklicken und dann kann ich meinen eigenen Text reinschreiben. Placeholder, sehr nützlich, um halt Textboxen zu beschriften. Soweit ich weiß, sind das dann aber auch alle Eigenschaften, die besonders an der Textbox sind. Und jetzt gehen wir einfach mal darauf ein, wie man diese Textbox denn im Code verwendet. Weil Textboxen sind natürlich super sinnvoll für die Interaktivität mit dem GUI. Wir haben jetzt für die Interaktivität schon Buttons gelernt, da kann man raufdrücken, um was zu machen. Aber durch Textboxen können Spieler endlich eigene Inputs eingeben, die natürlich auch gefährlich sind. Man sollte mit Spieler-Inputs immer vorsichtig umgehen in seinem Code, aber es ist natürlich super nützlich. Zum Beispiel eine Sache, die nützlich ist, das könnte zum Beispiel ein Roleplay namens GUI sein. Ich glaube, dazu formen wir das einfach mal um. Wir gehen mal auf die Toolbox. Ich suche nach Person-Icon. Die gefallen mir alle nicht. Ja, dann nehmen wir den da unten. Ich kopiere die Objekt-ID, gehe dann auf das Image-Label und paste die Objekt-ID rein, drücke Enter und dann haben wir hier was Neues. Ich glaube, die Hintergrundfarbe ändere ich auch zu irgendwie einem seichten Blau und vielleicht auch die Textfarbe von der Textbox. Die Text-Color, die machen wir einfach mal auf ein dunkles Blau. Und die Placeholder-Color, die passe ich auch noch an zu auch einem dunkleren, aber ein bisschen seichteren Blau vielleicht, keine Ahnung, sowas. Ich entferne den Text hier raus und ich würde auch sagen, dass wir hier dann wieder Clear Text und Focus anmachen. Für einen Roleplay-Namen brauchen wir natürlich auch wieder ein GUI, welches über den Köpfen von Spielern erscheint. Genauso wie ich es hier schon einmal gemacht habe. Ich wähle einfach mal diese Charaktere aus und kopiere mir das da. Hier haben wir nämlich ein Billboard-GUI, habe ich euch ja gesagt. Das sind GUIs, die an Parts geheftet sind und über ihn rüberschweben können. Dann packen wir hier zum Starter-GUI noch ein Billboard-GUI dazu. Das benennen wir dann um in Name oder Overhead-Name. Adorne ist erstmal auf nichts. Und wir fügen ein Local-Script hinzu. In dem Local-Script holen wir uns natürlich erstmal alles, was wir brauchen. Das heißt, einmal das Text-Label. Das ist script.parent wait for child, um einfach nur um sicher zu gehen. Text-Label, das ist der Name, der dann über dem Kopf stehen soll. Dann vielleicht noch das Billboard. Das ist einfach nur script.parent. Und da wir das hier doppelt haben, kann ich theoretisch hier script.parent einfach durch Billboard austauschen. Und dann brauchen wir das Screen-GUI, wo unser Text-Input drin ist. Und um das zu bekommen, müssen wir erstmal zum Player-GUI-Folder gehen. Das heißt, wir brauchen den Player-Service. Local Player ist gleich game.getService-Players. Und Local Spieler ist gleich der Player-Service.LocalPlayer. Von dort aus kriegen wir dann Player-GUI, was Spieler.WaitForChild Player GUI ist. Und von dort aus können wir uns das Screen GUI holen. Und das ist Player GUI Doppelpunkt Wait for Child Screen GUI. Ist natürlich super dämlich, dass ich das Ding nicht umbenannt habe in was anderes, sondern es heißt einfach Screen GUI. Wenn ihr mehrere Screen GUI habt, ist das sehr blöd. Aber wir haben hier tatsächlich ja nur eins. Im Screen GUI haben wir dann auch wieder zwei Frames, die einfach Frames heißen. Das heißt, den zweiten Frame, den benenne ich jetzt einfach mal um in Input, damit wir sagen können Local Textbox, damit wir Autovervollständigung kriegen, schreibe ich hier einmal ein Doppelpunkt, Textbox ist gleich ScreenGUI Doppelpunkt Wait for Child Input Doppelpunkt Wait for Child Frame und Doppelpunkt Wait for Child Textbox. Und dadurch sollten wir die Textbox bekommen. Dieses Overhead Name GUI können wir natürlich nicht im Starter GUI drin lassen, weil alle Sachen, die im Starter GUI liegen, werden in den Player GUI Folder von den Spielern repliziert. Aber wir wollen ja nicht, dass der Spieler selbst seinen Overhead Namen sieht, sondern wir wollen, dass alle Spieler seinen Overhead Namen sieht. Das heißt, das muss irgendwie in den Charakter von dem Spieler reinkommen. Und dafür zeige ich euch jetzt noch einen weiteren Service, und zwar den Starter Player Service. Dort packen wir das ganze Ding mal rein. Im Starter Player Service, ich glaube, zu dem werde ich nochmal ein extra Video machen, deswegen gehe ich jetzt hier drauf nochmal schnell ein, sind Sachen drin, die an alle Spieler repliziert werden sollen. Und da gibt es einmal den Starter Character Scripts Folder und einmal den Starter Player Scripts Folder. Und das sind dann einfach zwei Folder und alles, was da drin ist, wird entweder in den Character reingepackt von jedem Spieler, wenn der Character gespawnt wird, oder in den Player Scripts Folder reingepackt, wenn ein Spieler dem Spiel beitritt. Wir wollen, dass das Ding im Character drin liegt. Also packen wir das Ding da rein. Jetzt testen wir einmal, ob das alles funktioniert, indem wir sagen print textbox,
Textlabel. Und wir starten das Spiel. Und es hat funktioniert. Unten im Output steht Textbox und Textlabel. Alle Sachen wurden gefunden. Und ihr seht, das Ding ist im Charakter drin, aber es richtet sich gerade an unserem Humanoid Root Part aus. Wir wollen, dass es über dem Kopf drüber ist. Und dafür müssen wir jetzt nochmal ein bisschen weiter coden. Der Code, den ich euch jetzt zeige, also an sich das, was hier oben ist, mit dem Billboard und dem Textlabel, das muss eigentlich vom Server gemacht werden, damit es alle anderen Spieler sehen. Und ihr müsstet das in einem Server-Script machen und dann müsste zwischen dem Server-Script und dem Local-Script hin und her kommuniziert werden. Aber es würde es zu kompliziert machen dafür, dass ich euch eigentlich nur Textboxen zeigen möchte. Dementsprechend zeige ich euch das jetzt nicht, wie wir das noch mit Remote-Events und der Kommunikation machen. Wir schreiben jetzt einfach nur nicht Local, sondern Billboard.Adorny ist gleich Billboard.Parent Doppelpunkt Wait for Child Head. Weil das Billboard wird ja in den Charakter reingepackt. Der Charakter ist ein Model, also ist ein Model und jeder Spieler-Charakter hat ein Head. Dementsprechend warten wir auf den Head, dann wird das dorthin gepackt. Außerdem, nee, ich zeige euch noch nicht das außerdem, sondern ich zeige euch erstmal, dass das geklappt hat. Blub. Und jetzt ist es immer über den Kopf drüber. Es funktioniert. Aber da steht immer noch Client und Client wollen wir nicht. Als nächstes könnten wir noch solche Sachen machen wie Billboard.Parent Doppelpunkt Wait for Child Humanoid.DisplayDistanceType ist gleich Enum.HumanoidDisplayDistanceType.None, damit der normale Displayname nicht mehr über dem Kopf angezeigt wird. Aber das sind wie gesagt Sachen, die der Server machen sollte und für uns komplett irrelevant sind. Und natürlich Textlabel.text ist erstmal ein leerer String, damit wir diesen Text nicht sehen. Und jetzt kommen wir endlich zur Textbox. Okay, jetzt kommt endlich die Textbox. Und zwar können wir sagen Textbox.FocusLost Doppelpunkt Connect Function. Und wir bekommen dort einerseits EnterPressed, was ein Boolean ist, und Input that caused focus lost, Input Object. Das ist ein Input Object. Warum ist das so komisch? Textboxen haben einen Fokus. Wenn wir auf eine Textbox raufklicken, dann ist sie fokussiert und wir können tippen. Und wenn ich W drücke, um vorwärts zu laufen, laufe ich nicht vorwärts, sondern es werden Ws reingepackt. Erst wenn ich Enter drücke, jetzt nicht, weil ich bei der Textbox Multiline angemacht habe, das mache ich auch mal wieder aus, standardmäßig ist es ja auch aus. Hier Multiline machen wir aus, so. Wenn ich jetzt Enter drücke, verliere ich wieder den Fokus und kann ganz normal wieder W drücken, um vorwärts und rückwärts zu kommen. Wenn ich hier jetzt W drücke, funktioniert es nicht, S drücke, funktioniert es nicht. Wenn ich Enter drücke und W drücke, geht's wieder. Das ist wichtig. Der Fokus kann immer nur auf einem GUI-Objekt liegen und wenn eine Textbox fokussiert ist, kann man in sie reintippen. Und wenn man in sie reintippt, funktionieren ganz viele andere Inputs nicht, die eigentlich an Aktionen gebunden sind. Weil wir wollen ja nicht, dass wir vorwärts laufen, nur weil wir in ein Text-Input-Feld, was vielleicht ein Chat ist, den Buchstaben W drücken. Oder weil wir Leerzeichen drücken, dass der Charakter anfängt zu springen. Das wollen wir ja nicht. Und dieser Fokus ist einfach nur eine Sache, die man auslesen kann. Es gibt Events dafür, dass der Fokus gecatcht wird. Das heißt, wenn wir auf das Ding raufklicken, ist der Fokus da. Es gibt ein Event dafür, wenn wir den Fokus verlieren, weil wir zum Beispiel rausklicken oder weil wir Enter drücken. Und es gibt natürlich auch Funktionen oder Methoden, mit denen wir den Fokus catchen können. Und genau das nutzen wir hier. Wenn der Fokus verloren wird, dann wird diese Funktion ausgeführt und es gibt netterweise einfach den Boolean EnterPressed, bei dem wir sagen können, if not EnterPressed, then return n. Das heißt, wenn wir den Fokus verlieren, weil wir einfach rausklicken oder irgendwas anderes machen, dann ist es uns egal. Aber wenn jemand Enter gedrückt hat, dann will er ja bestätigen, was er eingegeben hat. Und dann können wir auch seinen Input verarbeiten. Dann können wir einfach sagen, textlabel.text ist gleich textbox.text. Und das ist der Code, den man dafür braucht. Wir gehen nochmal ins Spiel rein. Ihr seht jetzt, aha, Augenblick, irgendwas ist falsch. Achso, nein, es ist alles richtig. Wir sehen das GUI nicht über unserem Kopf, weil wir den Text ja automatisch leeren. Aber wenn ich jetzt hier in das GUI reinklicke und dort zum Beispiel Conny reinschreibe und dann rausklicke, passiert nichts. Okay, aber wenn ich hier nochmal reinklicke und nochmal Conny reinschreibe und dann die Taste Enter drücke, dann erscheint über meinem Kopf der Roleplay-Name Conny und ich kann ihn auch ändern zu Markus und drücke Enter und dann bin ich Markus oder Felix und dann bin ich Felix oder Victor. Und ich kann einen Roleplay-Namen haben, wie ich will, aber ich kann halt auch böse Sachen schreiben und das ist ein Problem. In Roblox ist es nicht erlaubt, böse Wörter zu schreiben und diese dann im Spiel zu displayen. Und dafür müsst ihr sicher gehen, dass alle Text-Inputs, die ein Spieler hier eingibt, wenn es möglich ist, dass andere Spieler die sehen könnten, dass ihr sie vorher filtert. Wenn ihr das nicht macht, dann kann es sein, dass euer Spiel gelöscht wird, weil ihr euch einfach nicht an die Roblox Terms of Service haltet. Um den Text-Input zu filtern, müsst ihr den Text-Input natürlich erstmal catchen. Das heißt, ihr sagt local input ist gleich textbox.text und dann könnt ihr das Ding filtern mit dem Text-Chat-Service. Ich weiß gar nicht, ob das aus einem Local-Script heraus funktioniert. Ich glaube, das funktioniert nur von einem Server-Script aus, was natürlich auch Sinn ergibt, weil ihr natürlich eigentlich den Text
der hier ist, jetzt über ein Remote-Event an ein Server-Script schicken müsstet und dann müsste das Server-Script das hier machen, dass ihr das Text-Label ändert. Weil wenn ich das einfach über ein Local-Script mache, sehen das alle anderen Spieler nicht, aber das wisst ihr ja schon. Also machen wir hier mal den Text-Chat-Service. Game, Doppelpunkt Get-Service. Tatsächlich nicht der Text-Chat-Service, sondern nur der Text-Service. Und dann müsstet ihr sowas machen wie Text-Service, Doppelpunkt, Filter-String-Async. Und dann schreibt ihr hier rein Input. Zusätzlich müsstet ihr dann eigentlich noch reinschreiben Spieler.User-ID, um zu sagen, welcher Spieler diesen Text eingegeben hat, damit, falls er böse Sachen schreibt, das in deren Akte reinkommt. Ihr könnt dann auch noch einen Text-Kontext hinzufügen, indem ihr sagt enum.textfilter-Kontext und dann Public-Chat. Es ist theoretisch kein Chat, aber was da reingeschrieben wird, kann ja als Public Chat verwendet werden, weil es alle Spieler sehen könnten. Ich glaube aber, das wird so nicht funktionieren, weil das ja ein Local Script ist und Local Scripts sind ja vollkommen egal. Das, was ich hier reinschreibe, das sehe nur ich selber. Ja, must be called from Server Script steht da unten. Wenn ich hier meinen Namen ändere, dann sehen andere Spieler nicht, dass ich meinen Namen geändert habe. Tatsächlich, wenn ich jetzt vom Server aus hier reingucke, seht ihr auch über meinem Kopf drüber immer noch, dass das Client-Ding einerseits in mir drin steckt und dass der Client steht. Wie ihr seht, wlup, hier. Warum? Weil alle Änderungen, die in dem Local Script passieren, nicht repliziert werden. So, genug Anwendungsbeispiel, was das hier angeht. Ich denke, ihr habt das verstanden. Es gibt noch ein paar Sachen, die ich euch zeigen möchte. Und zwar natürlich Textbox Doppelpunkt Capture Focus. Wenn ihr diese Funktion ausführt, dann wird die Textbox fokussiert. Zum Beispiel, wenn ein neues GUI aufploppt und der Spieler darin was tippen soll, muss er ja nicht unbedingt immer direkt darauf klicken. Ihr könnt auch einfach Capture Focus dann in dem Script callen und nimmt dem Spieler damit die Mühe ab, auf das Textfeld zu klicken. Kann natürlich auch verwendet werden, wenn ein Spieler unbedingt etwas eingeben soll und dann immer, wenn Focus lost ist, wieder Capture Focus, bis der Spieler was Richtiges eingegeben hat oder. Außerdem gibt es noch die Möglichkeit, Punkt Textbox Doppelpunkt is focused zu callen. Damit findet ihr heraus, ob die Textbox gerade fokussiert ist. Oder es gibt auch den User Input Service, der euch sogar sagen kann, welche Textbox gerade fokussiert ist. Local UIPS, Doppelpunkt, Game, Doppelpunkt, Get Service, User Input Service. Und da könnt ihr dann sagen, User Input Service, Doppelpunkt, Get Focus Textbox. Und diese Funktion würde euch dann die Textbox geben, die gerade fokussiert ist. Aber was ihr alles damit machen könnt, bleibt euch überlassen. Ich werde dieses Local Script hier einfach mal so entfernen, weil ganz im Ernst, wenn ich schon nicht richtig mache, dann will ich es gar nicht erst hier haben. Overhead Name kommt weg und auch der Input kommt wieder weg. Was ich von euch jetzt möchte, ist, dass ihr eine Hausaufgabe macht. Eine Hausaufgabe, in der viele Sachen zusammenkommen, die wir bereits gelernt haben und somit Sachen, die ihr inzwischen können müsstet. Ich habe von euch bereits mal verlangt, dass ihr eine Tür macht. Ich habe von euch bereits verlangt, dass ihr mit Remote Events klarkommt. Und jetzt habt ihr sogar die Möglichkeit, GUI zu verwenden. Wir haben GUI nur als Screen GUI verwendet, aber GUI ist und bleibt GUI, egal ob es jetzt ein Billboard GUI ist oder ob es ein Surface GUI ist. Mit all dem, was ihr bereits wisst, sollte es für euch ein leichtes sein, eine passwortgeschützte Tür zu machen. Ich erwarte jetzt nicht, dass die Tür irgendwie fancy animiert wird oder so. Ich erwarte nur, dass ihr eine Tür baut. Mit den Tools, die ihr zum Bauen kennt natürlich. Vergesst natürlich nicht, eure Sachen zu ankern. So ein bisschen dunkler, dann haben wir hier eine Tür. Neben die Tür macht ihr irgendwas. Es ist vollkommen egal, ob das jetzt wirklich ein Feld ist, auf dem ein Screen GUI drauf ist, wo ihr reinklicken könnt. Oder ob das einfach nur ein Knopf ist, wo ihr ein Proximity Prompt drin habt. Und wenn das Proximity Prompt ausgelöst wird, dann wird ein Screen GUI angezeigt. Das liegt ganz bei euch. Ihr habt vollkommen eine kreative Freiheit. Ich möchte einfach nur, dass ihr eine Tür macht. Und irgendwie muss es möglich sein, über eine Textbox ein Passwort einzugeben. Und wenn das Passwort richtig ist, das der Spieler eingibt, dann soll die Tür aufgehen. Die Tür muss auch nicht animiert werden, die kann einfach verschwinden, die kann unsichtbar werden, die kann kein Collide False werden. Wenn ihr wollt, könnt ihr sie woanders hinschieben, das liegt ganz bei euch. Aber es geht nur darum, dass ihr einen Text-Input habt und der String muss korrekt sein. Wenn das Passwort korrekt ist, öffnet sich die Tür. Was ihr dafür braucht, ist natürlich das Wissen über GUI, das ihr bereits kennt, das Wissen übers Building, damit ihr wisst, wie man so eine Tür überhaupt baut. Ihr müsst natürlich Grundlagen vom Coding wissen, wie man Strings abgleicht. Ihr müsst If-Statements kennen. Und wenn ihr euch das zutraut, an sich solltet ihr das können, aber es ist mal wieder eine Layer of Complexity mehr, könnt ihr das natürlich auch serverseitig absichern, dass die Tür halt nur vom Server-Script geöffnet werden kann, welches über ein Remote-Event gecallt wird, sobald ein Spieler dieses Passwort weiterleitet. Aber das ist optional, es kann natürlich auch komplett ein Local-Script sein. Ich bin gespannt, was ihr macht. Eure Hausaufgaben könnt ihr natürlich auf meinem Discord-Server einreichen. Dort gibt es immer noch im Roblox-Studio-Forum einen Hausaufgaben-Channel. Und
So schön es auch ist, euren Code anzusehen, würde es mich viel mehr interessieren, wenn ihr einfach ein Video davon macht, wie die Tür funktioniert, weil da sieht man es dann am besten. Das ist dann wirklich mal eine schöne praktische Sache, die ihr in jedes Spiel einbauen könnt. Einfach eine passwortgeschützte Tür, meinetwegen eine Tür für euren geheimen Admin-Raum, wo halt nur die Leute reinkommen, die das Passwort kennen. Finde ich, ist eine coole Sache. Und damit habt ihr auf jeden Fall etwas zu tun. Und wenn ihr das getan habt, dann seid ihr eigentlich auch fertig mit GUI. Natürlich gibt es super viele Sachen über GUI, die man noch wissen könnte, aber die wichtigsten Sachen, die wisst ihr schon. Ihr wisst, wie man in GUI Sachen darstellt, ihr wisst, wie man Frames macht, ihr wisst, wie Buttons funktionieren und ihr wisst Text-Inputs. Und das sind die grundlegenden Bestandteile von jedem GUI. Der Rest ist einfach nur gestalterischer Kram und wenn ihr wollt, kann ich natürlich auch auf solche Sachen eingehen und wir können damit weitermachen, dann schreibt es mir in die Kommentare. Aber ich denke, wir werden in der nächsten Folge ein weiteres Thema anstoßen und schreibt mir auch mal in die Kommentare, was ihr als nächstes lernen wollt, welches Thema euch am meisten interessiert und ich werde mich danach richten. Also schreibt doch bitte Kommentare, weil wenn die Kommentare nicht schnell kommen, dann wird sich die Folge verspäten. Das war's auf jeden Fall mit diesem Video. Ihr könnt euch, wenn die nächste Folge schon da sein sollte, die Folge hier anschauen. Bis dann und ciao!